Was für ein spannendes Cockpit kann denn das hier wohl sein? Ja, gute Frage. Das sieht ja irgendwie nett aus. Ich zeig dir mal eine Kleinigkeit. Mhm. Ein Hebel, wofür ist der? Schau mal nach vorne. Das war eine Sonnenblende oder sowas. Eine Sonnenblende, ja. Pass auf, 3, 2, 1. Ich weiß nicht, ob jetzt schon alle wissen. Wow, das hört sich nach richtig Leistung an. Aber ich weiß immer noch nicht, was es ist. Das heißt, ich weiß es schon. Jetzt muss ich aber sehr laut reden. Das Ding ist doch viel zu laut. Das sage ich doch. Ja, liebe Zuschauer, das ist hier wirklich unser neuer Hit, unser neuer Stern am Himmel. Die Concorde. Für unseren neuen Flugsimulator, für die neue Version, hier die iPad-Version, die 2023. Ich sitze hier wieder mit dem Jan. Schönen guten Tag, hallo. Jetzt kann man uns auch wieder hören, oder? Jetzt kann man uns auch hoffentlich wieder verstehen. Ja, das ist die neue Concorde. Ja, ein wirklich tolles Flugzeug. Ich muss gestehen, ich habe das ja schon auf meinem iPad, obwohl das gibt es ja so noch gar nicht. Aber eine Beta-Version gibt es und ich habe tatsächlich da eine bekommen. Und am Wochenende, heute haben wir Montag, habe ich weiß es nicht, aber wirklich einige Stunden verbracht. Eigentlich müsste ich sagen, verbringen müssen, um die Concorde zu fliegen, hier mit dem iPad. Macht einen riesen Spaß, hätte ich wirklich nicht gedacht. Und hier haben wir nochmal das Cockpit und ja, das müssen wir mal ausblenden. Und das ist wirklich auch hier eine tolle Sache. Schade, dass es die Concorde so nicht mehr gibt, dass sie nicht mehr fliegt. Bei uns gibt es sie noch. Aber bei uns gibt es sie noch. Bei uns ist sie wieder flugtüchtig geworden. Genau. Jan, was können wir denn alles machen? Ich meine, optisch ist das ja wirklich ein mega tolles Flugzeug. Ja. Was ich besonders schön finde, ist auch, wenn man die Concorde landet oder im Landeanflug, wenn man sie von draußen sieht, dieser unglaublich hohe Anstellwinkel, weil es ja ein Delta-Flugzeug ist. Es hat also keine Landeklappen. Das ist ja auch der Grund, warum man dann die Nase nach unten senken kann, damit eben die Piloten dann noch etwas sehen. Stopp mal, kannst du die Nase mal runter machen? Geht das noch? Ja, ich gehe nochmal ins Cockpit. Bin wahrscheinlich etwas schnell eigentlich, aber ich mache sie trotzdem einfach mal runter. Ja. Und das hier wäre ja der Hebel. Ja, okay. Und jetzt nochmal von draußen bitte. Das hörst du schon wieder ganz laut, weil so viel Wind ist. Ja. Fährt erst das Visier runter und dann kommt die Nase runter. Ah, jetzt kommt sie. Jetzt sieht man es. Das sieht einfach toll aus. Wenn man die Geschwindigkeit dann reduziert, dann sieht man, wie die Concorde einen wirklich sehr, sehr hohen Anstellwinkel hat. Und wenn man sieht, wenn sie so reinschwebt, das ist einfach phänomenal. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach London und dann zeige ich dir nochmal den Landeanflug, oder? Okay. Springen wir kurz über den Atlantik. Also das ist ja dann auch in der Aerofly FS 2023 Version alles dabei. Ja. Die ganze Region und auch in Europa haben wir natürlich tausende von Flugplätzen, wie zum Beispiel auch London Heathrow. Wir können aber auch natürlich nach Charles de Gaulle fliegen, da ist die Concorde ja auch öfter. Was immer du möchtest, heute hast du die freie Auswahl. Ich gehe jetzt hier mal in den langen Endanflug. Nutze es. Langer Endanflug mit der Concorde in London, richtig? Genau, London Heathrow. London Heathrow. Die Nase ist schon unten. Genau, London. Das Fahrwerk ist ausgefahren. Und da vorne haben wir schon die Landebahn. Die Landebahn haben wir vor uns. Auch hier sieht man jetzt schon, wie das Flugzeug angestellt ist. Ja. Bei einem Delta-Flugzeug, das sieht auch gut aus. Bei einem Delta-Flugzeug geht es nur mit einer so starken Anstellung. Dann wächst natürlich auch der Widerstand ganz enorm. Das war auch der Grund, warum man eben mit der Concorde mit einer hohen Leistung landen muss. Das heißt also, man nimmt nicht das Gas ganz raus, sondern man muss zum Schluss, wenn man also länger im Anflug fliegt, auch ganz schön Leistung geben. Ja. Das
haben wir natürlich auch simuliert. Wir haben hier also links, bin ich jetzt schon mal über 50% Leistung, nur damit ich hier die Geschwindigkeit halte. Jetzt hast du schon 50% Leistung. Ja, genau. Obwohl das Flugzeug dabei noch sinkt. Je langsamer ich werde, desto mehr brauche ich dann sogar tatsächlich. Also, weil da so viel Verwirbelung an der Tragfläche passiert. Und der Widerstand ist sehr hoch. Es ist wirklich sehr viel Widerstand da, ja. Super. Nach der Landung möchte ich das nochmal aus einer anderen Perspektive sehen und... Genau, das zeige ich dir gleich nochmal. Touchdown. Und wenn er langsam wird, kommt dann irgendwo die Nase runter. Da sind wir. Hat natürlich auch Umkissen. Das braucht die Maschine, damit es überhaupt langsamer werden kann. Dann gehen hinten die Klappen auf und zu. Wow. Das ist komplett simuliert. Da siehst du jetzt die wieder aufgeben. Toll, oder? Wieso hat denn die Maschine noch einen Hecksporn? Ja, wenn man sehr langsam fliegt, dann kann es sein, dass das hinten auf den Boden kommt. Dafür ist das zum Schutz da. Das wird dann nicht eingefahren, wenn das Fahrwerk eingefahren ist. Ja? Also auch beim echten so? Auch beim echten, genau. Jetzt gucken wir nochmal uns die Wiederholung an, würde ich sagen. Sehr gerne. Und am besten von der Sicht wie vom Turm, oder? Okay. So, kommst du dann da reingesegelt. Also so würde es dann vom Turm aussehen. Genau. Das reicht. Jetzt sieht man ja wirklich den sehr hohen Anstellwinkel da. Kurz vorm Aufsetzen auch. Und wenn man hier nochmal, können wir nochmal in diese Ansicht gehen. Ja, lass es. Mach mal den Replay-Button. So. Ich mach nochmal die Landung. Ja. Da sieht man wirklich den sehr hohen Anstellwinkel da kurz vorm Landen. Ja. Aber sehr schön. Man sieht natürlich auch ein bisschen den Bodeneffekt, ja. Also wir schweben dann mit den Flügeln so dicht über dem Boden, dann produziert das sehr viel Bodeneffekt, das wird alles komplett simuliert. Also auch der Bodeneffekt wird wirklich wie im echten. Genau. Und das merkt man in der Simulation simuliert. Genau. Und das merkt man dadurch, dass selbst wenn der Winkel von der Nase zum Horizont eigentlich ziemlich gleich bleibt, können wir hier abfangen und müssen gar nicht viel ziehen und das Flugzeug setzt sich. Weil der Bodeneffekt besser schwebt. Genau. Also ich komme hier runter und auf einmal setzt der Bodeneffekt ein und drückt das Flugzeug wie schon vom Boden weg. Und dann setzt es sich fast alleine hin. Also wirklich toll. Also das unterscheidet euch auch ein bisschen von anderen Flugsimulationen, dass es hier also wirklich echt und richtig gerechnet wird. Genau. Ganz super. So, da sind wir wieder im Cockpit. Ja. Also da sieht man fast gar nichts mehr nach vorne, wenn man da... Als Pilot fliegt, da muss man schon ja, recht. Deshalb wird ja auch die Nase dann tatsächlich abgesenkt. Genau. Sehr toll. Schön. Super. Also, dann haben wir hier sehr hohe Geschwindigkeiten. Wie hoch können wir denn mit der Concorde fliegen? Ja, die kann sogar bis 60.000 Fuß kann die fliegen. Und da braucht man natürlich eine Weile, bis man da oben ist. Auch in echt, nein. Auch in echt konnte die das, ja. Bis 60.000 Fuß. Ja. Da ist sie dann natürlich nach mehreren Stunden über den Atlantik. Ist sie dann leicht genug, um so hoch zu kommen. Und genau, das schafft man am Aeroflyer auch. Und konnte dann Mach 2 machen. Mach 2 in 60.000 Fuß, ja. Genau. Das also ist schon mal eine Ansage. Ein phänomenales Flugzeug, ja. Gut. Ja. Dann würde ich es einfach mal dabei belassen. Wir können ja später noch mal ein bisschen mehr machen. Super, also wie gesagt, nochmal, in der neuen Version wird die Concorde zu sehen und zu spielen sein. In der mobilen Version 2023, die jetzt irgendwie bald auch erscheinen müsste. Wir haben jetzt November 2022. Vielen Dank fürs Zeigen. Die Concorde ist euch wirklich gut gelungen und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke, tschüss. Tschüss.